Winner. The Sieger is Diddy Kong. Jetzt beim zweiten Game gibt es noch ein bisschen Commentary. Also erstes Game hat Lukas irgendwie noch gewonnen, nachdem das heftige Comeback von Sketty abstand. Jetzt sieht es gar nicht schlecht für ihn aus. Bald in Range für den Kill. Ah, das ist natürlich immer die Frage. Kann er killen? Kriegt er den gekillt? Ist ja sehr einseitig, schon der Upsmash. Schön den Air Dodge geredet. Jetzt muss Repos erstmal einen Stock zurückholen. Praktisch umgedrehte Situation. Oh, schöne Void-Kombo von ihm, aber er hat dann Air Dodge geredet. Und der kam nicht. Aber das war es schon fast tatsächlich. Noch eine Fair und Bounce nicht mehr. Oh nice. Aus dem Jump geredet. Okay. Jo, ciao. Ja, war auf jeden Fall cool. Jetzt muss er die meisten Prozente aufbauen. Oder. Oh, ne, dritte kriegt er nicht. Aber scary. Oh, ich bin der Trump. Ah, der kommt da irgendwie komisch wieder auf Onstage, aber nö, der ist... Nee, der lebt noch. Ah, da wurde er gesniped. Oh, noch einen kriegt er nicht. Und der kommt tatsächlich noch dran, aber reicht nicht. Der kommt direkt. Ah, das haben wir jetzt alles auf Kamera. Das ist das Beste. Die ganzen Faxen. So. Es steht 1-1. So, kommt da jetzt direkt die Rome Arena Luma. Eigentlich will Repos auf jeden Fall glauben, dass er ihn nochmal mit Diddy Kong besiegt, aber er ist sich nicht sicher. Wir sind uns auch nicht sicher. Hallo, Donkey Kong, okay. Ja, ich weiß es ja nicht. Ja, doch, das ist Repos DK, bester DK. Also, warum nicht? Aber ich weiß nicht, wie geschieht. Man kann sie halt ultra easy killen. Aber, wenn man das Matchup ein bisschen kennt mit Sheik, dann weiß man, dass man ihn echt einfach nur verprügeln darf. Also, man hat halt die Vorteile, die man braucht, und man muss sie ausnutzen. Einfach diese viel schnelleren Attacken. Oh. Spielen natürlich ziemlich oft gegeneinander die beiden. Und da muss man ehrlich sein, also das kann echt either way gehen. Man weiß echt vorher nicht, wer gewinnt so wirklich. Oh, und er kriegt den Bouncy-Fisch. Aber reicht noch nicht. DK Heavyweight, noch einer und das war's. Okay, also. Flacco, aka Skeddy, geht in Führung. Ich hab versucht, auch mal ein bisschen Needle rein zu spammen, aber verliert den Control Control. Stage Control.
Und da gibt's den Ding Dong. 17%. Er hat den Big Punch aufgeladen. Hat damit einmal Super Armor for free. Oh, das macht viel Schaden. Oh, und direkt nochmal die Daumen hinterher. Weird Face. Und das war's. Ja, da wird direkt abgebrochen. Also 2-1. Spiel abgebrochen. Es ist. Also ich frage mich jetzt, was Scuddy pickt. Siege! Hat schon auf jeden Fall eine ganze Palette an Chars. Vielleicht auch welche, die besser geeignet sind für Donkey Kong. Aber mal gucken. Was könnte er denn in Donkey Kong nehmen? Weiß nicht, Marv. Einen Cheat. Okay. Ja, vielleicht nicht dumm. Aber er muss irgendwie aus diesen Dingungs rauskommen, beziehungsweise gar nicht erst reinkommen. FD. Drinks. Oh, Uptilt. Bouncing Fish. Nice. Direkt ins Schild. So sieht es besser aus, aber das ist eine Lead, die auf jeden Fall täuschen kann. Oh, da kriegt er den Grab. Oh, er kriegt keinen Schaden, außer den Grab. Okay, nicer Grab. Offstage, aber noch lange nicht der Tod für DK. Bisschen Damage mit der AP, wow. Dass er ihn dafür nicht gepunished bekommen hat. 145%, er will ihn jetzt halt auch echt killen. Ah, das war's. Bei 50. Ladies and Gentlemen, 50. Und Bouncy Fish. Ja, da wollte er nicht air dodgen, hat er direkt den Bouncy Fish bekommen. 0-0. Steven, Steven. Oh, ja, die Abwehr. Der chillt am Boden. Aber jetzt wieder neutral. Er muss ihm jetzt auch erstmal ein bisschen Prozente machen, bis er True Stuff gegen ihn machen kann. Also Cheat gegen DK. Oh, ja, das war's noch nicht. Das war's noch nicht. Nice. Das wäre jetzt auch echt schade gewesen und stumm. Okay, fair, fair, fair. Oh, da verkackt er den Jump und ist dafür an der Edge. 100%. Da muss DK echt noch viel mehr Schaden machen, aber er hat jetzt auch gerade die Prozente, wo das ganz gut klappt. Darf jetzt aber nicht mehr Rage bekommen, weil dann hat er die Kombos nicht mehr, die er braucht. Oh, okay, auf Stage. Direkt aber unser Fisch. Oh, schön, er wurde gegrabt, aber er kam da raus. Oh. Double Back Airs, sehr scary. Oh. Ja, okay, da kann er ihn jetzt auf jeden Fall nicht mehr ding-dongen. Immerhin. Oh, okay. Up Air. Ja, da muss DK noch keine Angst haben. Oh. Oh, da, aber diesmal. Wow. Wow. Okay, er kriegt ihn. Er kriegt ihn mit dem Vanish. Da hat er Angst gehabt. Und das ist der X2-2. Wow. Okay. Noch ein Character-Switch von Padme, a.k.a. Repus. Lange Wartezeit. Die Jungs haben Fun. Heute mit mehr Leuten bei Lilly als Smash 4. Hat man auch noch nicht gehabt bisher. Die Bewohner. Ja, ist hart am Überlegen. Wie nimmt man da am besten?
DK ist eigentlich das Leichteste, womit man killen kann gegen Sheik. Das ist schon mal viel. Vielleicht Mario? Mario! Nee. Doch, Mario. Hm. Eher nicht. Beißel spielt Mario. Er kennt Mario. Cloud. Corrin vielleicht. Ah, vielleicht auch nicht. Mario. Er nimmt Mario? Er nimmt Mario. Okay. Er nimmt Mario. Ja, jetzt bin ich gespannt. Kriegt er den mit Mario down? Er ist auf jeden Fall gut im Executen der Kombos von Mario. Aber er hat jetzt auch nicht so viel Erfahrung. Er wollte ihn halt als Third haben. Aber das war irgendwann mal. Und er hat inzwischen viel mehr Chars, die er spielt als Third. Okay. Ah. Schönen Dank. Ist even im Moment. Auf der Stage Battlefield. Auf jeden Fall gut zum Extenden der Kombos von Mario. Da treffen dann doch immer ein paar Mal mehr. Die ab erst noch. Auf jeden Fall eine knappe Sache. 2-2 und die beiden geben sich auf jeden Fall nichts. Immer nur ein kleiner Schlagabtausch. Und dann ist es wieder für den anderen. Ah, er wollte den Air-Dodge haben, ja. Hätte auf keinen Fall machen dürfen. Okay, da retweetet er dann doch lieber. On the ground. Okay. Oh. Skatty ist auf jeden Fall deutlich besser daran geworden, die Punishes oder die richtigen Optionen zu wählen, um zu treffen nach seinen Grabs. Ganz wichtig mit Sheik. Weil das, wenn man das nicht kann, dann nimmt das so viel Gefahr aus Sheik raus. Und diese Gefahr braucht sie halt auch, um die Air Dodges zu kriegen. Oh, okay. Oh, oh. Oh, er lebt noch. Okay. Aber Trump. Okay. Kann das punishen? Oh, er kann es nicht punishen. Er hätte einfach Downsmith machen müssen, glaube ich. Oh, und dafür wird er hart offstage gekloppt. Kriegt er die Stage Control etwa zurück? Ja. Oder auch nicht. Wieder an der Edge. Oh, jetzt versucht mit dem Raw Up Smash. Eigentlich immer eine ganz gute Möglichkeit, aber im Turnier passen die Leute dann doch drauf auf. Und das ist der Bouncing Fish. Das ist der Bouncing Fish. Okay, kann Skatty Refus hier besiegen? Das wäre nicht das erste Mal, aber im Moment steht auf jeden Fall der Setcount klar in Refus Vorteil. Wie gegen eigentlich so ziemlich jeden aus NTL. Northern Lights. Oh. Okay, also bisher hält er sich ganz gut an diesem Stock. 130, also der Stock ist so ziemlich weg eigentlich. Mario hat eine ganze Palette an Optionen, die jetzt fehlen. Aber Battlefield ist natürlich da auch blöd für ihn, weil die höhere Ceilings hat. Also die Blast Zone liegt weiter außen. Deswegen keine Early Kills. Und auch nur schon 99% drauf auf. Kann er da wirklich den Kill kriegen? Ah, okay, erstmal ein Ausgleich an Stocks von Refus. Okay, er muss jetzt einiges aufholen. Er hat schon 120 Rage. So. Okay, jetzt kein SD sehen. Hm, okay. Ich schaff's mal nicht, die Mario Kombos gut aus zu executen. Oh, nee. Läuft gerade einfach nicht. Oder die sehr braucht gerade. 143% und das war's. 3-2 Skatty.